Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO-Video. Ich weiß, es ist sehr spät. Mein Tag war heute echt erfüllt. Gestern ging ultra lang, dann heute sehr viel am Start gehabt. Und jetzt bin ich echt richtig gebeutelt, eben schön geduscht. Man sieht es, ich habe jetzt, ich habe mir die Haare so halb nass gemacht. Und so mit ein bisschen Gel, jetzt habe ich voll den Militärschnitt. Das sieht so aus, als hätte ich einen Militärschnitt am Start. Geh mal zur Seite, Fräulein. Alter, lass mal einem alten Mann, der gestresst ist, hier... Jawohl, so ein bisschen ein paar Kills übrig, dankeschön. Ja, ein Bot, ja, nicer, dicer. Schade. Ja, ich dachte mir, ich mache euch trotzdem eins und ich habe eine Frage an euch. Und zwar kam gestern im Stream die Frage auf... Oh, schon wieder ein Bot, what the fuck? Die Frage kam auf wegen den Streamzeiten. Also ob... Wir haben uns überlegt, ob wir nicht vielleicht doch an sich irgendwie früher den Stream starten sollten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, will er nicht umfallen. Ich mache immer einen Botkill, das war's. Ganz unabhängig davon, warum und wie das von meiner Seite aus funktioniert und hin und her. Wie sieht es bei euch aus? Wie sehe es bei euch aus? Ist es euch lieber, wenn wir... Schon wieder der Bot schon, sag mal. Ist euch lieber, wenn wir früher online sind oder eher nicht? Also, gestern waren wir um 17 Uhr online, ne? Und... Sorry, ich verrecke aber auch echt die ganze Zeit dann irgendwie so bescheuert. Gestern waren wir um 17 Uhr online und es ging echt ab. Ich denke, es lag nicht nur an der Zeit... Sondern es lag auch daran, dass ich im Video, das zur gleichen Zeit online ging, um 17 Uhr, gesagt habe, hey Leute, vergesst nicht, ich stream jetzt. Jetzt, während ihr das Video seht. Viele kamen dann einfach direkt vom Video, haben es dann später weitergeschaut nach dem Stream und waren dann im Stream dabei. Natürlich war das schon mal ein großer Punkt. Der wäre, wenn ein Video um 19.30 Uhr kommen würde, ähnlich gut. Denn wenn die Videos frisch kommen, sind die meistens von in der ersten Stunde von 100 plus Leuten... gesehen oder werden gesehen. Und das heißt, diese 100 plus Leute könnten ja auch dann in den Stream reinschauen. Also wir haben potenziell direkt mehr Zuschauer. Wallen streamt auch nicht mehr an den beiden Tagen, also dienstags und donnerstags. Die Leute, die dann bei ihm waren, beziehungsweise sich immer wieder entscheiden, wohin gehe ich? Okay, ich gehe jetzt dann mal heute zu Wallen, beziehungsweise heute zu Bubbler. Das fällt dann auch weg und man hat den vollen Zuwachs, die vollen Zuschauer eben. Ich denke, das hat alles so zusammengespielt und möglicherweise eben auch die Zeit. Also dieses 17 Uhr hat einigen scheinbar sehr gut gefallen. Wir hatten einen Peak bei 65, glaube ich. Das war mal wieder recht angenehm, über 50 Zuschauer zu haben. Wenn man überlegt, wie lange wir die ganze Show so schon machen, ist das, das ist jetzt irrelevant eigentlich, bei Werk. Ja, sagt ihr oder findet ihr, ich werde ja auch eine Abstimmung reinmachen, wenn ich es nicht vergesse, wir sollten an sich früher streamen. Also, der Stream ging um 17 Uhr los gestern. Könnt ihr bitte mal nicht immer meine Kills klauen, dankeschön. Schon wieder, danke für den Kill-Stil, Mofo. Ja, und dann werde ich halt auch genutzt, ne, ist klar, ja, die Pumps sind zum Brechen. Findet ihr es besser, wenn die Streams früher beginnen würden? Also sagen wir jetzt zum Beispiel mal um 18 Uhr schon. Früher habe ich ja immer um 18 Uhr gestreamt, ja, so habe ich angefangen. Aber das war dann wegen dem Semester, wegen den Vorlesungen ging das nicht mehr. Dass ich, Monsieur, hinter dir ist jemand, what the fuck? Also wenn mich jemand mit der Pump anschießt aus so einer Entfernung, habe ich instant den Headshot sitzen. Aber ihmchen hier ist wieder dick alive. Ja, da ging der Headshot aber auch rein. Ja, findet ihr das oder fändet ihr das besser? Soll ich gucken, dass ich vielleicht früher stream? Was sagt ihr zu dieser Geschichte? Viele sagen, hey, du hast natürlich berufstätige Leute hier in deinem Publikum, da ist es schwierig, ne? Die sind dann erst um x Uhr überhaupt fertig und bereit, um sowas zu machen. 17 Uhr wäre natürlich extrem früh, weil die meisten auch noch gar nicht zu Hause sind, beziehungsweise gerade erst heimkommen. 18, 19 Uhr ist ja schon eine ganz nette Zeit. Ihr wisst ja, dass ich um 19.30 Uhr sonst immer stream. Für viele ist ist die Zeit dann fast halt schon etwas late. Also wir haben es oft, dass wenn wir zu normalen Zeiten streamen, dass da der Peak, also die meisten Zuschauer, so um... 20 Uhr, zwischen 20 und 20.30 Uhr am Start sind und dann sinkt es. Oftmals. Außer es ist irgendwas ganz Besonderes. Ne? Außer wir haben wiederum extra Leute am Start durch Knife Giveaway oder ein Spiel, das gerade gesehen wird von vielen oder einfach durch irgendwelche glücklichen Umstände. Ne? Aber wenn ich jetzt mal so von den Hauptgaunern spreche, die in den Streams am Start sind, holla die Waldfee, dann nimmt es doch schon so gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr wieder ab. Ich weiß nicht, wie es... Also wir haben jetzt gestern halt gemerkt, dass es davor echt richtig, richtig gut läuft. Vor unserer eigentlichen Streamzeit oder gut laufen kann. Natürlich müsste man da auch erstmal noch mehrere Tests machen. Ne? Von einem einzigen Stream, da kann man jetzt nicht viel sagen.
natürlich darf man wirklich nicht außer Acht lassen, dass ich in einem Video gesagt habe, hey, jetzt ist gerade Livestream, sowas. Da haben wir oft sehr, sehr viele Zuschauer. Wenn ich es live am Streamtag sage, jawollo, da bin ich dann oft ganz gut ja, der ging noch voll in die Fresse. Da sind wir dann doch ganz gut versorgt mit Zuschauern, ja, so ist es nicht. Es bereits zu sagen, reicht oftmals aus. Na also, es geht doch. Werde ich jetzt hier echt so verkotet, wie ich bin, doch noch den Sieg rausholen? Ich weiß es nicht. Der Knife Kill ist gerade auf der Map hier jetzt nicht so, ist nicht so prickelnd, aber... Oh, hallo. Oh nein, er hat... Ich werde mit euch jetzt rennen, irgend so ein Kackvogel von meinen Boys bei ihm rein. Wenn, dann will ich reinrennen. Komm her. Hallo, Monsieur. Wie geht es Ihnen heute? Hallo? Ich sag mal so. Nice. Pretty nice. Ja, ich, mir tut die Lunge weh. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wenn ich einatme, ist es so scharf. Naja. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr, dass ich immer meine Haare so habe, wie ich sie jetzt habe? Und wollt ihr, dass ich früher streame? Oder sagt ihr, 19:30 ist in Ordnung? Später ist eher keine Option, da ich ja eh... Also ich denke, ich im Schnitt streame von 19:30 bis 22 Uhr. Ich glaube, da haben wir nach hinten hin... Bringt es nicht mehr. Vor allem halt dienstags und donnerstags unter der Woche, da sind die meisten dann spätestens um 22 Uhr halt weg. Aber früher könnte man vielleicht möglicherweise angehen. Vielleicht mit den ersten Änderungen auf 19 Uhr, da sind wir schon mal 30 Minuten früher da und hätten diesen Peak oder die, ja, diese hohe Zahl eben einfach eine halbe Stunde länger. Und wer sich jetzt fragt, warum überhaupt, ist doch egal und hin und her, ist es natürlich nicht egal. Es ist sehr wichtig fürs Wachstum. Also wenn wir eine hohe Anzahl an Zuschauern haben, dann werden wir weiter vorne vorgeschlagen. Wir waren schon ein paar Mal auf Seite 1, wenn man Counter-Strike Stream Deutsch sucht auf Twitch, und dann finden uns eben neue Leute, die der Community beitreten und die wundervolle Menschen vielleicht sind. Und die gehen uns anderweitig halt durch die Lappen, wenn wir sehr wenig Zuschauer haben. Weil wir dann nicht vorne gelistet werden und wir werden dann nicht gefunden. Pipapo, lalala, ist verständlich, ne? Ja, wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Und vor allem, was haltet ihr von diesem Sealed Graffiti Eco Brick? Red Ding. Das kann jetzt jemand von euch haben. Schreibt einfach über das, was ich euch. Und nicht einfach nur nice Video schreiben. Die können dann hier dieses Sealed Graffiti Eco Brick Red gewinnen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Die Musik ist fertig. Perfekt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, geil auch mit den Daumen. Jetzt habe ich es nicht im Video gesagt, scheißegal. Passt mal auf, guck mal auf die Daumen. Heute werden das hundertprozentig bei diesem Video weniger sein als bei den letzten. Die letzten beiden hatten an die, also das eine war über 100 und das andere ist knapp bei 100. Wenn man es sagt, das ist so wahnsinnig. Wenn ich es nicht erwähne, wahrscheinlich bekommt das hier so 50, 60 Klicks. Klar, ich sag's jetzt zwar, aber es guckt halt nicht jeder bis zum Ende. Wenn ich es direkt am Anfang sage, dann drücken die meisten schon mal auf ein Like Arena. Ja. Achtet da mal drauf. Ich werde es das nächste Mal früher ansprechen. Na, macht's gut. Ciao, ciao.